We've got a hot one for you. Mit jedem Ballkontakt der Reihe nach diese Hütchenfarbe zu nehmen. Das heißt, wenn er startet, wird begonnen mit Weiß, Gatschen aus dem Orange, tiefer Ball Blau. Okay? Ja. Weiß, Orange, Blau, Gelb, Blau, Blau, Orange, Weiß. Ja. Farbe? Ja. Blau, ja. Der Farben, die werden jetzt einfach belegt. Wir haben Europameisterschaft, wir belegen die Farben mit Teams. Weiß Jungs Deutschland, Orange Holland, Blau Frankreich. Machen wir Rot. Spanien. Und Gelb machen wir Ukraine. Okay, das ist zusätzlich wieder Arbeitsgedächtnis, müssen wir gewisse Dinge mal speichern, diese dann abrufen und verarbeiten dementsprechend. Selbe Sache, nur mit Mannschaften. Gehen wir. Deutschland. Ganze Runde wieder durchgehen. Okay? Immer abwechselnd. Los geht's. Gehen wir gleich in die andere Richtung. Andere Richtung, wir starten mit Gelb. Ja. Gelb. Farbe. Spannend. Mittlere Hütchen ist Ukraine. Spannend. Ja. Blau. Holland. Weiß. Genau. Deutschland. Ja. Spanien. Weiß. Der koordinative Effekt bei dieser Übung ist die Reihenfolge der Zuspiele. In dem Fall rechts, rechts, links oder auch mit Ansage der Spieler. Koordinativer Effekt, hier wird erstens die Reihenfolge eingehalten, rechts, rechts, links, aber zweitens wird in zwei Schritten weitergezählt. Begleiten, aber kurz zum Reinkommen, hinauf und wieder zurück. Außen, innen. Vom Coaching-Punkt her, wenn Sie solche Sachen machen, bitte schaut wirklich, dass die Bälle Richtungsänderungen drin haben, vor allem Außenseite, das sollte wirklich 45 Grad gehen. Viele werden dann schlampig, der Ball rollt immer gerade und Sie machen außen, innen, kann ich auch machen. Schauen wirklich, schräg, jawohl, außen. Ballkontakt klatschen. Außen innen, Daniel. Stopp kurz. Vorne und hinten kommt aber bei den Armen jetzt ein Dreierrhythmus, das heißt in vorne, hinten, Hüfte.
Ich habe da aber vorne, hinten, Hüfte funktioniert. Aber sobald ich kombinieren muss, einen Zweier- und Dreier-Rhythmus, werdet ihr sehen oder werdet ihr merken, das ist dann schon ganz oben vom Niveau her. Mitreden und das Praktische ist, wenn ich so da stehe, habe ich automatisch wieder meine Außenseite. Das heißt, außen, innen, Kreuz, außen, innen, Kreuz. Okay? Kreuz, außen, innen, Kreuz, außen, innen, Kreuz. Wer das im Tempo kann, auch anwendbar als Finte. Kreuzen nur außen, jawohl. Ja, außen, innen, dann Kreuz. Redet mit so. Außen, innen, Kreuz, zurück mitreden. Zurück auch bitte. Auch anzumerken, egal welches Alter, und ihr werdet merken, sogar im Kinderfußball funktioniert das teilweise besser. Also ihr habt es sicher schon oft gehört, gewisse Fähigkeiten lassen sich auch in jüngerem Alter sogar besser ausprägen. Wandern dann beide Hände zum vorderen Bein. Das heißt, beide Hände beim dritten aufs hintere Bein. Sieht man ganz gut, wie es rattert. Genau, da haben wir eben koordinative Fähigkeit, Rhythmus. Die Rhythmusfähigkeit dabei, sieht man ein bisschen die Tänzer aus. Das sind einfache Sachen. Ich glaube, Tennisbälle hat jeder im Verein. Legt zur Leiter einfach ein paar Bälle dazu und kann zusätzlich einfach Reize setzen. Links, rechts, links, beide, links, rechts, beide. Wieder Tempo runter und versuchen, möglichst synchron die Hand zu strecken. Bravo. Auf die Anzahl der Tennisbälle, das heißt 1, 2, 3, 0, 2, 3 und so weiter. Okay? Tempo wieder runter. 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Hände lassen wir noch weg. 1, 3, 0, 2, 0. 2, 2, 1, 2, 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 jetzt wird nach dem ersten Zuspiel und zurückpassen der gedachte Gegenspieler umlaufen. Weiß! Komm, komm, komm! Hopp! Und lass die Fall! Komm, 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 komm! Und drauf, und drauf, 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 drauf! Jetzt das Ganze als kleiner Wettkampf. Das heißt, wer schneller das Tor erzielt. Noch eine Variation dazu. Jetzt sagen wir zwei Farben. Die erste Farbe ist wieder die Ballannahme. Die zweite Farbe ist dann um dieses Hütchen Triple A. Das ich sage zuerst weiß, geh um das Hütchen. Dann kriegst du nochmal den Ball, spielst ihn zurück und sagst zum Beispiel wieder weiß oder blau oder grün. Okay? Dann muss er automatisch eine Richtungsänderung machen. Und los! Weiß! Blau! Stopp! Ja? Weiß! Weiß! Ja, und vorbei. Komm, 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 komm. Oh nein! Stopp. Ah, Dani! Gegen die anderen.
Wenn wir dann die zweite Farbe sagen, schaut ihr, dass ihr so schnell wie möglich auf dieses Tor abschließt. Okay? Gell? Lass doch drüber. Jonas, Jonas, Jonas. Neuer Ball, blau. Ja, mit der Mitte. Schau, Eli, Eli, Eli. Schau, Eli, ja. Rot, rot. Rot, Tor. Rotes Tor, rotes Tor. Schaut, schaut, schaut. Schau, schau. Erst rein, erst rein. Ah, schade, weiter. Ja. Ja. Ja, Jungs, rotes Tor. Stopp, stopp, Jungs, stopp. Ja. Ja. Rot. Weiterführend gibt es jetzt in jedem Tor zwei Farben. Das heißt, das Zustellen eines Tores ist nicht mehr möglich. Hier kommt die Farbe des zu erzielenden Tores. Schauen wir mal, ob die Jungs jetzt das blaue oder eines der blauen Tore finden. Eine Erweiterungsstufe, sollte der Trainer die Farbe grün rufen, gilt es aufs große Tor abzuschließen. We've got a hot one for you.